Ja, ich habe das Jahr 2019 gefürchtet, weil ich tatsächlich vor 25 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Internet auseinanderzusetzen und habe seit 2000 dann Erfahrungen mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung gesammelt. Das war eigentlich aber aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich war damals vierter Mitarbeiter von AltaVista hier in Deutschland und wir waren eine Suchmaschine und deswegen haben tatsächlich die ersten Unternehmen versucht, bei uns Suchmaschinenoptimierung zu machen und haben uns das erstmal angeguckt, weißer Text auf weißem Hintergrund. Und das ist so ein bisschen die Historie, aus der ich komme. Und war dann 5,5 Jahre bei Yahoo rund um das Thema bezahlte Suche. Aber gerade die letzten 2 Jahre waren dann nochmal so 2004, 2005 beherrscht von den Themen Mobile und Search. Was damals tatsächlich ein kleines Thema war, inzwischen unglaublich wichtig, das Thema mobile Optimierung und auch das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und bin seit 10 Jahren Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt und habe einen starken Fokus rund um zwei Themen, nämlich einerseits das Thema Suchmaschinenoptimierung und Google Analytics. Mache das aber nicht nur bei uns, sondern leite jetzt inzwischen seit 10 Jahren den Fachbeirat der SMX. Das ist so die größte Konferenz rund um das Thema SEO und Google Ads und bin im Beschwerdebeirat zum Thema SEO des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.